Um für das Bleiberecht von Jaja zu demonstrieren. Auch Jaja ist seit 8 Jahren hier, auch Jaja hat ein Kind hier, auch Jaja hat hier Familie und auch Jaja soll hier aus unserer Mitte gerissen werden. Oma frei! 1, 2, 3! Lass Oma frei! 1, 2, 3! Lass Oma frei! In Besuchszeiten gibt es Angehörigen und Freundinnen und Freunden fast unmöglich machen, die zu Unrecht in Schuhbauch sitzenden wenigstens zu besuchen. Ich wende mich an euch, liebe Polizistinnen, fremden Polizisten hier im Haus, an alle, die daran beteiligt sind, diese unmenschlichen Gesetze, die in Österreich herrschen, umzusetzen. Gesetze, die es ermöglichen, dass Menschen wie Schlachtvieh im Lande herumgekarrt werden, eingesperrt und außer Landes gebracht werden. Ich wende mich an euch. Ihr habt Familien, viele werden Kinder haben. Ich bitte euch, stellt euch jetzt kurz einmal diese Geschichte vor. Ihr schlaft mit eurer Familie in der Nacht, in Friedlich. Plötzlich wacht ihr auf, es klopft an der Tür, es hämmert, man hört Stimmen draußen, ihr macht auf. Und plötzlich stehen fremde Menschen in der Wohnung. Draußen stehen Bewaffnete. Eure Kinder schreien vor Angst, euer Partner oder eure Partnerin sitzt im Bett und weint. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich nicht gut an? Das fühlt sich fürchterlich an. Warum also müsst ihr euch zu Handlangern machen dieses Systems, das derartige Gesetze ermöglicht? So etwas tut man nicht. Man macht solche Gesetze nicht. Sohn und die sind Freunde. Der Sohn von Amar und sind Freunde und ich möchte im Namen aller Kinder sprechen, deren Väter hier abgeschoben werden. Ich finde es eine Frechheit in diesem Land, dass Kinder ihrer Väter beraubt werden. Könnt ihr euch hier das vorstellen, welche Einwirkungen das hat auf das Leben dieser Kinder? Die öffentliche Sicherheit wird nicht durch Asylwerberinnen und Asylwerber gefährdet. Sie wird nicht gefährdet durch Migrantinnen, die sich hier ein besseres Leben erhoffen als in ihrer Heimat. Niemand verlässt seine Heimat einfach nur so zum Spaß. Egal ob mit oder ohne Familie und egal aus welchem Grund, ob aus wirtschaftlichem Grund oder weil er politisch oder sie politisch verfolgt wird. Ich war vor kurzem mit einem Asylwerber bei einer Rechtsberatung, bei einem Rechtsanwalt. Und ich habe dann die Frage gestellt, gibt es nicht irgendwelche Gesetzeslücken, gibt es nicht irgendwelche Möglichkeiten, dass dieser Mensch vielleicht arbeiten kann? Weil er will nicht den ganzen Tag zu Hause herumsitzen, der will etwas für seinen Erwerb tun. Und der hat mir dann gesagt, naja, bei ihm ist die Situation so und so und das ist jetzt eigentlich bei vielen. Und er kann eigentlich einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Das heißt, er kann mit Gewerbeschein oder sogar als freier Dienstnehmer, als Pizzabote, als Zeitungszusteller bei Redmill in hunderttausenden anderen prekären Jobs arbeiten. Und diese Situation führt dazu, dass auch in Österreich eine Gruppe von Menschen gibt, die man halt nicht so oft sieht, weil sie halt in der Nacht irgendwo ihre Dienstleistungen verrichten, die auf das österreichische Sozialsystem
System und die auf das österreichische Arbeitssystem einen unheimlichen Druck aufbauen. Es hat damit zu tun, wenn bei der österreichischen Post Leute abgebaut werden, wenn es bei der österreichischen Post schwierig ist, für höhere Löhne und Gehälter zu kämpfen, dann hat es damit etwas zu tun, dass es Menschen wie Asylwerberinnen und Migrantinnen schlecht bezahlte gibt, die gezwungen sind, diesen Job zu absoluten Lohndrückerbedingungen zu machen. Und diese Zustände gibt es nur, weil es diese rassistische Gesetzgebung gibt, weil diese Menschen entweder illegal sind oder einen ganz, ganz schlechten rechtlichen Status haben. Und solange es das gibt, ist die Tür und das Tor für Spaltung offen. Und solange es das gibt, schadet das auch den österreichischen Arbeitnehmerinnen. Deswegen an dieser Stelle ein Evergreen, den ich bei jeder Kundgebung dieser Art bringe. Es ist ein Skandal und eine Schweinerei und wir werden es nicht aufhören zu sagen, dass bis auf wenige Ausnahmen von der Auge oder anderen niemand vom österreichischen Gewerkschaftsbund, niemand von den zuständigen Gewerkschaften hierher kommt und gemeinsam diese Kolleginnen, die in vielen Fällen genauso Arbeitnehmerinnen sind, zu verteidigen. Und wenn wir das im ÖGB sagen, wenn wir das als Betriebsräte sagen, dann werden wir dafür oft ausgelacht. Wir werden aber deswegen nicht aufhören, es zu sagen und wir werden unseren Kampf für ein humanales Bleiberecht fortsetzen. Das sind Menschen, die ihr Menschenrecht auf Asyl in Anspruch nehmen wollen. Illegal, zum Illegalen macht sie der Staat, indem sie nicht arbeiten dürfen, indem sie in bestimmten Stadien ihres Verfahrens aus der Grundversorgung fallen. Ja, was sollen diese Menschen dann machen? Arbeiten dürfen sie nicht, vom Staat bekommen sie nichts. Hin und wieder bekommen sie 283 Euro von der Caritas. Davon müssen sie leben und sollen den Unterhalt für die ganze Familie bestreiten. Das ist ein menschenunwürdiger Zustand. All diese Asylwerber müssen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Und zwar sofort. Frei! Lasst Oma frei! Da wird jemand gebracht.